Hallihallo, hallo, werte Kartenfreunde und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone. Wir spielen weiter unseren Ketun-Druiden. Ich bin damit relativ zufrieden. Läuft in der Regel sehr gut. Wir spielen im Standardformat Ranked. Wir sind derzeit bei 4, Rank 4. Seitdem das neue Standardformat jetzt draußen ist, läuft es wieder besser. Wir haben uns mehrere Decks gebaut. Ich spiele jetzt jede zwei Folgen ein Deck und dann wechseln wir mal zu unserem anderen Decks. Mit dem Druiden habe ich bisher am leichtesten gerankt. Das ist gut. Eigentlich ist das sehr gut. 1, 2, 3, 5. Halten wir mal die Hand. Wir können den zuerst spielen, dann den. Dann den und dann den. Und im Zug 3, wir können auch die nicht spielen. Vielleicht ziehen wir noch eine 1er Karte, dann. Ach, wir haben Coin. Coin ist sehr gut. Dann können wir den zuerst coinen zum Beispiel? Weil das halte ich. Ich halte das für eine gute Sache. Den zu coinen. Wir haben 3 Damage auf dem Board mit unserer Heldenfähigkeit. Kann man machen. Er denkt über das Totem nach. Schauen wir mal, ob er erfolgreich nur ein Totem beschwört. Und wir in der Regel einen Vorteil daraus ziehen, weil er nichts gemacht hat. Dann können wir nämlich passend den spielen einfach. Oh, und wir haben eine gute Viererkarte. Damit könnten wir unseren leeren Kristall machen und den beschwören. Wir haben angegriffen, oder? Ja. Das haben wir eigentlich zerstört, den da. Okay. Also der macht uns auch einen leeren Mana-Kristall. Dann sind wir nämlich bei 4, sind wir bei 5 Mana. 6, wenn wir dran sind. Er zerstört den, ja. Wir können jetzt auch 2 Schaden, naja, 3 Schaden machen. Wir können auch einen Schleim beschwören, dann ist er eben schleimig. Aber einen leeren Mana-Kristall halte ich für besser in dem Fall. Wir können auch den plus den machen. Falls wir den nicht spielen wollen. Oder Heldfähigkeit. Wenn er den angreift, ist er definitiv tot. Eventuell sollten wir überlegen, den zu spielen und einen davon zu töten. Okay, hat er nicht so. Ach so. 5 plus 1. Also so einer ist tot. Jetzt ist das eine gute Karte. Er aus dem Grunde heraus, weil er keinen Schaden bekommen hat, ist der sehr gut. Und er ist bei 3 Mana, er kann also gar nicht so viel gegen den machen. Oh, er kann dem 5 Schaden machen. Dann sind wir still, sind wir immer noch im Vorteil. Und er hat nächste Runde nur noch 4 Mana, weil die Karte, die ich meine, kostet eben auch. Oh, oder er hat sowas. Und muss immer noch beide reinhauen. Oh, für 1, 3 Schaden. Dann muss er auf jeden Fall den angreifen. Und das gibt uns die Möglichkeit, den und den zu spielen. Ansonsten töte ich natürlich den da, wenn er uns lieber auf Schaden raushaut. Dann ist der tot, ja. Und der macht 4 Schaden. Könnt ihr tun irgendwann spielen, ja. Oh, die ist gut. Damit schießt sie jetzt aber 4 Schaden. Fand ich okay. Er hat uns ein bisschen Schaden gemacht. Weh. Bringt ihm das am Ende irgendwas, dass er uns so viel Schaden macht? Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten den nächsten Zug schon den beschwören einfach. Je nachdem, wie sein Feld aussieht. Aber 11 Schaden ins Gesicht. Wäre auch ziemlich mächtig, und eine 11-11 auf dem Board zu haben. Ich meine, das sind 4, 7, 18 Schaden. Im nächsten Zug können wir nochmal 3 Schaden machen. Und in Runde 8 den rauszuhaben, ist schon hart. Aber lass uns mal sehen, was unser Gegner vorhat. Oh, die Karte ist wahrscheinlich die beste, die er ziehen konnte, ja. Allerdings werde ich jetzt einfach, weil wir gerade kein besseres Play haben, den ausspielen. Er hat 5 Mana und muss dagegen was machen. Wir sind fein raus erstmal. Falls er den spielt, können wir den damit töten. Weil der macht 2 Schaden. Habt ihr Fisch dabei? Ansonsten machen wir noch. Oh.
Ich glaube, ich töte den und mache ihm F-Schaden ins Gesicht. Außer wir ziehen was Besseres. Aber F-Schaden ins Gesicht ist eine gute Sache. Ja, dann ist er nämlich so gut wie tot. Aber ins Gesicht gehen. So. Bam. Oh, der ist jetzt. Ups, ich hätte drei Schaden mehr machen können. Ah, ich vergesse das immer. Die machen Plus auch auf dem Feld. Dann wäre jetzt, hätte er nur noch 5 Leben. Und das wäre besser, weil dann hätten wir ihn nicht so Zug getötet. Ah. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ich sehe, das Deck ist ziemlich gut. Rockstar. Er weiß gar nicht, was er machen soll, glaube ich, jetzt, oder? Oh. Er könnte einen Spott oder so haben. Und dann könnten wir unseren Ritter ziehen. Und dann töten wir seinen Spott. Spott ist nicht sicher. Ja. Was tun, was tun? Hä, selbst wenn er jetzt einen Spott hat, der tötet den Spott. Also er muss schon irgendwas Besseres spielen. Wir haben 13-13er einfach umfällt. Der vorher sein Board geklärt hat und ziemlich viel Schaden reingedrückt hat. Ja, das hilft ihm jetzt auch nicht weiter. Er könnte ihn einfroschen natürlich. Oh, was will er haben? Auch nichts, was ihm hilft. Tja. Boah, sind ja Ketun, aber Ketun spielen und fröhlich sein. Das war gut. Gleich mal noch eine Standardrunde und schauen, ob es noch besser geht. Hat man das jetzt gesehen? Das sah komisch aus, glaube ich. Warte, rekonstruieren? Ja. Ah, den einen Arm sieht man gar nicht, den ich gemacht habe. Dann ist das okay. Dann ist das natürlich okay. Oh, mal sehen, ob wir gegen Su spielen. Das ist auf jeden Fall eine gute Hand. Oh, der ist etwas teuer. Ich glaube, die werden wir rauspacken. Die behalten wir. Ja, wow. Der bringt jetzt nicht viel. Aber wir können den coin und dann nochmal aktivieren. Warte, wir coin den, sind wir auf 3 Mana. Dann den, dann sind wir auf 5 Mana. Oh, sollen wir den zerstören, ist die Frage. Ne, wir gehen mal jetzt auf Schnelligkeit. Also Schnelligkeit in dem Sinne, dass wir hier uns schnell hoch bauschen wollen. Meine, wir können jetzt schon Kreaturen für 3 Mana spielen. Wir können auch den jetzt zerstören oder einfach. Dann können wir für 5 Mana spielen. Dann können wir den früher rauskriegen und den. Oh, der ist auch gut. Beste Karte, die man ziehen kann. Vor allem, weil wir den haben. Dank dem kriegen wir jetzt dann den Wert von dem natürlich. Nächste Runde können wir die beiden spielen. Und dann kommt der nächste Runde schon. Wir können da eine Karte ziehen, um den zu zerstören, theoretisch. Allerdings macht das gar keinen Sinn. Fällt mir gerade ein. Wir machen den und den kaputt. Okay, wir sind auf 6 Mana. Nächste Runde den, dann den. Und dann sind wir mehr oder weniger, eigentlich sind wir dann ziemlich safe. Wenn er irgendwas Spottiges hat. Oh, der ist gut. Glaube ich, irgendwie. Oh, wir haben den nochmal. Ich finde den, der ist im Zoo ganz gut. Ist aber etwas teuer. Aber den kann man tatsächlich spielen. Eine gute Idee von Hacktivist. Ein Hacktivist ist das auch noch. Ach so. Oh, das ist Combo. Jetzt kriegen die nämlich alle plus Power. Okay, was machen wir dagegen? Spielen wir den einfach erstmal aus, oder? Und gehen einfach face. Er muss hier erstmal gegen meine Kreaturen ankommen, nicht andersrum. Und er hat nichts, um das ganze Feld aufzupowern, soweit ich weiß. Höchstens einzelne Karten. Er hat aber ziemlich viel. 3, 6, 8, 10, 12 Schaden. Oh, den kriegen wir gerade nicht tot.
Außer er würde ihn irgendwie vertonten. Ja, wenn er... Schade, falsche getortet. Können wir den Turn für umsonst zerstören? Ja, können wir. Wollen wir das, ist die Frage. Eigentlich schon, oder? Niemand kommt an mir vorbei. Und dann vernichten wir sein Feld. Und sind glücklich. Und wenn er muss jetzt theoretisch da reinrennen und dann damit, können wir den vier, können wir, auf jeden Fall können wir ihn töten, so. Und wir haben dann immer noch den. Außer hat eine andere Karte, die jetzt irgendwie gegen den hilft. Hat er nicht, wie es aussieht. 6 plus 4 sind 10. Können wir beide nicht aktivieren gerade. Ich bin unbesiegbar. Na, machen wir das einfach. Dieses Mal gewinnt ihr. Ich wollte doch nur den spielen und den. Fuck. Ihr seht schon, Druide ist ziemlich mächtig. Meiner Meinung nach immer noch... Achso, wir nehmen bei. Hab keinen Bock auf 100 Karten Chaos. Oh, Hexenmeister. Ah, läuft, okay. Ich würde sagen, wir haben genug gespielt. Wir haben wieder 2 Siege erlangt. Ah, komm, wir machen noch eine Runde. Haben wir 2 Runden überhaupt gespielt? Ich weiß nicht. Wenn wir jetzt aber gewinnen, sind wir in Rang 3 für die nächste Folge. Das finde ich gut. Unser Ziel ist es, nämlich hart zu ranken. Und mit dem Druiden-Deck können wir das sehr gut. Malfurion gegen... Richtig gut sogar, würde ich sagen. Das Licht wird den Sieg bringen. Ich muss die Wind so. Eine viel zu teure Hand, meiner Meinung. Wobei der schon eigentlich... hätten wir schon halten können. Ich habe bisher noch nie gegen Priester verloren. Mal sehen, ob sich das jetzt ändert. Priester war scheinbar bisher immer schwach, meiner Meinung nach. Also bisher in diesem Format. Aber das ist Rang 3 Priester. Mal sehen, ob der mir irgendwas zeigt, was ziemlich geil ist. Würde ich mich freuen. Wenn er nur irgendwie Karten zeigt. Aber ein Deck, auch wenn wir dann verlieren, das ihn gewinnen lässt und das ein Priester cool aussehen lässt, ja? Denn ich will irgendwann einen coolen Priester spielen. Soweit, so gut. Quasi. Zwei Schaden schießen. 4 plus 3 sind 7. Lohnt sich nicht. Wir machen aber nichts. Wir haben unsere. Wir haben Karten. Wir können spielen. Wir können den gleich spielen. Hört ihr seinen Ruf? Selbst wenn er dann geheilt wird. Wir könnten jetzt natürlich den töten. Die Frage ist, das ist ein Ketun-Dings vor allem. Wo soll ich zuschlagen? Aber ich glaube, es ist egal. Wir haben 4 Sechser, dann haben wir den 5 Siebener. 4 plus 3, in Runde 7 haben wir die beiden Karten zusammen. Wir haben den zweimal, okay. Ja, okay, er zerstört den, wie es aussieht. Oh, und der powert den natürlich auch nochmal auf hier. Er möchte seine Karten nicht verlieren, wie es aussieht. Wow, okay. Wir müssen diese Karte jetzt aktivieren. Das geht gar nicht anders. Wenn er sie schon so da schutzlos... Also so offenbart hat uns, ja, dann kann ich gar nicht anders, als das zu tun. Und wir haben die beiden ja nochmal auf der Hand. Wir können jetzt nächste Runde den oder den, bloß Heldenfähigkeit. Der ist auch ziemlich gut. Aber der ist, glaube ich, besser immer noch. Obwohl wir jetzt natürlich die beiden zum Töten nehmen könnten. Ja, ja, er powert seinen Ketun auf. West 2, 4, nee, reicht nicht. Ja, wir powern unser Ketun auch auf. Plus 3! Ja, und wir haben noch ein paar Karten, die plus 3 aufpowern. Oh, oh, jetzt verdoppelt er die. Okay, 4 Schaden, ja. Not bad, aber... Genau, und er powert den zweimal auf. Er hat das gleiche Problem wie gerade eben. Er steht so weit offen dafür. Oh, wir sind bei 9 gerade erst, oder? Ja, das ist... Ey, schwachsinnig, aber... Machen wir mal.
damit wir den mit Value spielen können. Möcht ihr nicht einfach. Ich. Ja. Würde den. Ich will den eben nicht einfach so spielen. So. Oh, jetzt ist er auf 14. Und wir haben ihm ein Ziel gegeben zum Klauen, was besser ist, als wenn er den zum Beispiel klein macht und dann klaut, so ein 2-4-10 auf seiner Seite. Fände ich nicht so schön. Ja, 17. Ja, ja. So, wir können den spielen. Also, wir können da reinhauen mit unserer Karte. Also mit unserer Heldenfähigkeit. Wir können da 2 Schaden draufhauen. Wir können das machen. Und wir könnten den spielen noch. Oder den einfach. Aber ich glaube, den spielen wir jetzt aber aus. Ach ja, die beste, falls ihr das noch nicht wusstet, die beste Karte des Priesters fehlt ihm. Nämlich die Karte, die Schaden in Höhe der ATK macht. Die gibt's aber nicht mehr. Die einzigen Massenvernichtung, die unser Typ hier hat, ist minus 3-3 aufs Board oder minus 2-2 auf gegnerisches Feld. Den töten wir durch Heldenfähigkeit. Und sind auf 10 Mana. Oh, das ist gut. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, zweimal 4 Zehner zu beschwören. Was will der Gegner dagegen machen? Ganz ehrlich. Nächste Runde haben wir die beiden. Also wir haben. Wir können einen Spot von ihm töten, wenn er irgendwas spottet. Wir können die ziehen. Er könnte Ketun haben, ja. Der macht 20 Schaden. Oh, aber die überleben natürlich. Allerdings überleben wir nicht, wenn wir nicht irgendwas ziehen. Ketun hat es wieder entschieden. Oh, 3-3 aufs Board. Bringt mir gerade nichts. Wir können noch. Schade. Nichts gezogen. Ja, das ist eben schade, wenn man. Wenn er dann gewinnt, weil er Ketun hatte. Weil wir waren im Vorteil. Und er hat Ketun von oben gezogen und gewonnen deswegen. Und wir können nichts dagegen machen. Wir hätten unseren eigenen Ketun ziehen müssen oder den 4-2er. Naja. Spektakulär. Ich gebe mich geschlagen. Ja. Hatten wir sonst andere Optionen? Natürlich einen Spot noch ziehen, hätte auch geholfen. Und wir hatten noch Spots im Deck. Wir haben 3-4 Spots verwendet. Hatten demzufolge. Wartet. Eigentlich war das sehr einfach. Hat er den nicht gehabt, hat er verloren. Wir hatten den noch im Deck. Den noch, der hätte geholfen. So ja, der hätte gar nichts gebracht. Ja, das war's auch schon. Ja, ist eben Ketun. Was soll man sagen? Wer Ketun zuerst zieht, gewinnt. Oft ist das so, vor allem wenn ein 20-20er ist. Hat er eben gelockt, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oder er hat den Starthand. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Ein Däumchen würde mich freuen. Sagt mir, was ihr zu dem Druiden, also wie ihr den Druiden findet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.